Man denkt auch immer, man müsste jetzt in der und der Räumlichkeit irgendwas Krasses finden und dann geht man da komplett leer aus, weil hier ist auch alles leer. Und dann ja, findet man in irgendeinem verbrannten Autowrack. Ja. Ich glaube, das ist halt so, weil die richtigen Powerplayer... Ich habe die Headshot gefunden, Gott sei Dank. Okay. Die richtigen Powerplayer lassen solche Loot-Spawns, glaube ich, jetzt einfach schon liegen. Die rennen wirklich nur noch zu den High-Priority-Geschichten hin. Ja. Und dadurch hat man ein neues Schwein, denke ich. Ob das jetzt ein gutes Gewehr ist, wisst ihr am Ende gar nicht. Ne? Kann ja am Ende auch ein Scheißknifte sein, so. Das vermuten wir ja nur, dass es cool ist. Aber auf jeden Fall sieht es erstmal cool aus, so. Ja. Wie es meistens so ist, Aussehen geht vor geht vor ja. Gebrauch. Ja, ich weiß, ob es was taugt von der da. Grüß dich, so Dominik. Angehen. Schönen guten Abend. Willkommen bei Mystery Edit Stream. Hat sich schon gelohnt für uns. Wir haben schon Buggy gefunden und eine extrem geile Knarre hier. Gut, sieht man jetzt nicht so viel, weil es dunkel ist. Ich dachte erst, es ist das Sturmgewehr, weißt du? Weil das sah so, ich glaube, das ist, was du jetzt hast, ist trotzdem Repetiergewehr. Aber das sah halt erst so aus wie dieses Militärding, was ich mal gefunden habe, weißt du? Ja, ich bin mal gespannt, also wir werden es dann irgendwann mal in Action sehen, denke ich. In der Hoffnung, dass wir diejenigen... Ach, hier liegt noch eine Pumpe. Ja, eine Tactical. Ja, ist ja nicht schlecht, aber ich brauche die. Ich glaube, ich habe die schon, oder? Ja, ich habe die schon, aber die Schatz nehme ich mit. Ist natürlich, müssten wir mal gucken. Wenn man jetzt natürlich wüsste, was die Waffe, also welche Long-Range-Waffe jetzt besser ist. Ob die du weggeschmissen hast, oder? Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall die behalten, die du hast, aus dem einfachen Grund, weil die weggeschmissen hast, findet man doch relativ häufig. Ja. Das ist jetzt keine selten. So, ich habe noch 45er ACP-Rounds gefunden. Wo sind denn die? Da sind sie. Wo kann ich die? Wo ist denn das Magazin hier gewesen? Ich bin schon im querstehenden Locker, nur dass du dich nicht wunderst. Ja. Hat allgemein nicht so mega viel los, ja. So, habe ich hier noch ein leeres Magazin? Ein Standardmagazin kann ich. Natürlich geht das nicht. Ein Standard geht, glaube ich, eben wirklich nur in irgendwelche Sturmgewehre. Ja, dann kannst du keinen anderen Munitionstyp reinklatschen, das ist natürlich ein Traum. So, langsam wäre auch nochmal geil, was zu fressen zu finden. Ah, ich habe ja noch Schokoriegel. Schokoriegel. Bitte Schokoriegel. Und das, was ich vorhin für einen Schokoriegel gehalten habe, ist in Wirklichkeit ein blaues Knicklicht. Hm. Ja. Okay. Blaues Licht, das macht es leichter klar. Ja, auf jeden Fall. Das ist. Kann man immer mal gebrauchen. Hier ist aber auch die Shooting Range, nicht? Das war ja das hier. Genau, ja. Mal gucken gehen. Da lag zwar dann damals bloß die Pumpe rum. Das Einzige, was mich richtig ärgert bei dem anderen Server halt, dass wir die Polizeistation da durchgefarmt haben, da haben wir auch recht gut viel Munition gefunden und dann geht der Server down, Alter. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, da weiter zu zocken. Ne? Weil ich meine, jetzt da wieder hinzueiern, ist ja auch schon einfach wieder, hat man ja keinen Bock. Deswegen wäre es halt cool, weil jetzt die Batterie findet, dass man irgendwas zum Farmen hätte. Ja. Unabhängig davon, ob das jetzt ob funktioniert, so wie wir uns jetzt denken, bloß sagen wir so ganz ohne Fortbewegungsmittel. War das ja, oder ja, so, selbst mit den Fahrrädern war es ja schon halber krank. Ja, Fahrräder waren jetzt auch nicht so ultraschnell, ne? Auto war halt das Ultimo. Ja. Aber da hatten wir auch nicht viel von, ne? Nee. Das einzige Lustige ist, dass die Leute, die das hatten, auch nicht viel davon hatten, weil der Server dann zwei, drei Tage später offline gegangen ist. Für immer scheinbar. Ja. Ich habe noch 22er gefunden. Wie viel ist da drin? Ja, drei Schuss. Ja, das ist halt auch nichts Besonderes. Du hast die. Hast du die Munition? Nee. Ich habe die. Warte mal, ich kann mal sehen. Ich habe die Pistole, ja, also kannst du schon mitnehmen. Ja. Also Munition würde ich außer diese scheiß Bolzen, Pfeil, Dreck eigentlich alles mitnehmen. Also die Bolzen und Pfeile kannst du halt komplett. Ja, das stimmt. So, Dominik, hier ist nochmal die Knarre. Sein lassen, so. Sieht's jetzt nicht so krass.
Das ist eine selbstgecraftete. Ist irgendwie recht funny, dass ich hatte jetzt durch Zufall mal über dich geguckt. Das Marius hat ja eigentlich relativ viel mehr Klicks da auf seinen Siedler 2 gezocke. Ja. Wobei ich halt finde, dass das übertrieben langweilig ist. Aber ist eigentlich erstaunlich erstmal, ne, dass das die Leute irgendwie interessiert so. Naja, es ist halt. Jetzt hat er am Wochenende auch mal wieder gestreamt, seit Ewigkeiten mal, und hat halt. Was hat er gespielt? Irgendeinen. Bist du da? Bist du da, Schrader? Ja, ich bin das. Ich habe den Zami gerade tot gemacht. Der hat. Warst du jetzt hier, entschuldige, dass ich unterbreche, warst du jetzt hier in allen Gebäuden schon drin oder gehst du links gerade Nee, rein? ich fange links an hier, ja. Okay. Nee, Ja, und erzähl der weiter. hat irgendein Custom-Game gespielt aus der Steam-Bibliothek und hat halt auch recht viele Zuschauer gehabt auf Twitch, so 6 bis 8 Leute. Gut, auch viele Okay. Kumpels, ne, aber. Ja, trotzdem, ich würde sagst du, also es waren ja über 100 Ticks da und ich, er macht das schon ganz cool, aber das Spiel an sich ist ja jetzt nicht, wo du sagst, boah, da Ja. passiert jetzt übelst was oder so. Ja, das ist halt, du musst die Leute dann halt dementsprechend irgendwie. Hast halt eine andere Zielgruppe. Und wenn die halt genau triffst und das ein bisschen vernünftig machst, dann. Es Ja. ist erstaunlich, dass du denn so wenig, weil ich meine, vom reinen Interface oder vom Layout sieht ja deins erstmal auf wie. Boah, Scheiße, was ist denn das hier? Wo Ich habe hier einen dicken Zombie. denn? Ich habe mich schon tot. Ich habe mich natürlich erschrocken, da stand auf einmal so ein muskulöser, weißt Ach so, hier drin oder was? du? Ja, im Haus hier drin. Ich habe mich tierisch Okay. erschrocken. Ich so, Alter, wie kommt denn der hier rein? Hier, stand der auf einmal vor mir, Alter. Ach so, der. Naja, aber es gibt ja noch so einen richtig dicken. Wie sind wir denn garstig? Was haben wir hier? Tankamo Boots, was hab ich? Steel Toad Boots. Hi. Met, ach so, super. Ich habe alles durchgeguckt, hier ist sonst nichts Achso, weiter. warst du auf der oberen Etage schon komplett, Ja, ja. ja, ja, ja. I want to gain. Nee, ich gucke hier aus dem Zimmer raus und auf Ach, einmal du steht hast der vor mir. geschrien. Ja, nee, weil ich dachte, die halten mehr aus, ne? Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt Ja, geht die da gibt's Funzel ja noch. gleich aus. Gibt ja noch die ganz dicken Viecher. Die sind dann, glaube ich, ziemlich ranzig. Ja, da habe ich mit Julia schon das Erlebnis gehabt, denn das eine Mal, wo wir da zu fünf zusammengespielt haben, da wart ihr dann gerade weg, da kam so ein Vieh hinterher, ne? Und die haben auch wirklich richtig lange Puste, also wenn da Ich zehn glaube, die mit. jetzt 8 Batterie besser. Ach, Ich habe eine K-Batterie. sehr, Und sehr, sehr gut. Das ist sehr, können sehr wir uns gut. jetzt rein theoretisch überlegen, was wir machen, ja? Was sagst du? Naja, ich würde sagen. Nochmal Shooting Range und dann. Ja, hier noch gucken, ob wir noch irgendwas mitkriegen. Wenn du noch Sprit brauchst, hier ist noch Diesel. Ja, ich weiß nicht, was jetzt habe ich drauf geachtet, was das eigentlich für einen Sprit benötigt, weißt du? Also Ich kann kann ich ja direkt. sicherheitshalber mal mitnehmen, wenn ich ihn tragen kann. Kann ich nicht. Ich Dann wieder zu korrekt. vollgestopft bin hier. Fragen kann. Aber diese war bei mir. Ich bin 1,3 Kilo zu schwer. Ich Ich gucke mal, ob ich das gucke mal. Knicklicht. 12 Kilo, also bei mir geht's gar nicht. Knicklicht weg. Jetzt haben wir hier noch ein leeres Standardmagazin. Das könnte ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob ich das aufheben. Achso, warte mal, du brauchtest die 22er Rounds, ne? Jo, komm mal raus, aber. Da. Ja. Nicht raus. Und ja gut, was habe ich denn hier? Ich habe noch. Ah, hier, ich habe noch Zeltplane. Schmeiß ich erstmal weg hier. Nehmen die Sprit mit. Guck mal, die Shooting Range war doch hier rechts hinten, ne? Jo. Ich bleib nochmal und warte, weil es macht immer wenig Sinn, alleine loszurennen. Wir wissen, wie schnell man da mal über den Haufen geknallt wird. Könnte spaßeshalber nochmal oben dann im Flugdingens gucken, ob da irgendwas gespawnt ist. Aber glaube ich fast auch nicht, ne? Letzten Mal nie irgendwas, aber können wir gerne machen. Also halt Dein nur in Helm sieht einer schon auf Halle jeden Fall reingucken. sehr, sehr cool aus. Hast du da ein Magazin drin? Wie viel Schuss passen da rein? Mal Naja, auch kurz Frage. 30er Schussmagazin. Ich habe jetzt Ja. 22 insgesamt. Ich vermute mal, Dann es nachher sind wirklich, wie viel Schuss hast du? 22 oder was? 22 und ich denke mal, das Magazin fast 30 oder so. Musst du nachher wirklich mal spaßeshalber irgendwie schießen. Auf irgendwas, damit man mal sieht, wie das Ding feuert. Oder du gibst es mir und du kannst es aufnehmen, wie ich damit rumballer. Ja. Sollen wir gleich mal links auf die Shooting Range erstmal gehen? Ja, machen wir. Ich warte ja auch immer noch drauf, dass ich hier mal auf irgendeine Mine trete oder so. Natürlich nichts drauf auf dem Tisch. Dafür höre ich ja schon wieder irgendwas rumkreischen. Da oben den Asi, aber hat der uns gesehen? Der rennt eigentlich in die andere Richtung. Ja, oder rennt rum halt. Ja, ne.
Auf der anderen Seite, wo die Zielscheiben sind, da war auch nichts, ne? Nee. Nee, da ist nichts. Wenn wir hier überhaupt durch diese Dingszelte durch. Ja, ich weiß nicht, also ich vermute mal, hier ist immer nichts drin, so also wirklich. Weil eigentlich sind es ja Flüchtlingszelte und was sollte ein Flüchtling schon an Waffen haben? Ich habe halt meine normale Pistole da drin gefunden, aber das, also hier so eine ACP-Knarre, aber ja, Gott, war jetzt auch kein. Kein. Ja, kein Hit, ne? Hier liegt noch mal eine Pistole, was ist das? Crafted 9 mm und 9 mm. Ah, funny, ich kann nicht mehr die Munition aufheben. Ach, sehr gut. Wo stehst denn du drinnen? Ja, in dieser grauen Baracke. Graue Ich habe schon so Baracke. viel Gewicht, ja, wahrscheinlich wegen den Bauteilen. Ich guck mal, warte mal. Bist du hinten durchgelaufen durch die ganze Area? Nee. Nee, nicht graue Baracke, sondern hier, ich leider scheiße, in der. Warte, ich komm mal raus. Ach, hier habe ich noch einen Repetierer gefunden auf dem. Eine BA-70. Das ist aber auch so ein Standard-Ding. Curlington und natürlich keine Munition dazu, ne? Okay. Und noch ein Rad, so, warte mal, wo bist du? Bin hier hinten. Ja, bei diesen grünen Baracken hier, weil ich mach mal Licht. Ja. Siehst du mich? Ja, da ist ja ein Lichtschreier. Hier in der ersten links ist nochmal 9 mm crafted und Munition. Ja, also ich Rechts in der Ecke. hab auf jeden Fall 9 mm Munition dabei, aber meine. Hab halt keine 9 mm Pistole. Na, kannst du die crafted nehmen, wenn du willst. Hier liegt noch ein Walkie-Talkie. Ja. Das haben wir ja Ja, beide schon. Hä, bin ich behindert? Sehe ich jetzt die Knarre nicht? vorm Ausgang, wenn du mit dem Rücken in der Halle zur Halle Ach stehst, ja, ich sehe links. eben. Ja. Die kann doch nicht vernünftig sein. Könnte mal gucken, ob man sich auch selber Gewehre zusammenbauen kann, ne? Ja, sicherlich, aber du musst halt diese Recipes finden, ne? Der Knackpunkt. Und da, also ein Waffenrezept habe ich halt noch nie gefunden. Das ist halt die Scheiße. Weil das wäre halt mal wirklich interessant, ne? So eine Knarre wie du sie hast, das fände ich schon mal. Ich finde halt, sowas müsste man öfter finden, dass du halt auch mehr einen Anspruch hast, nach den Parts zu suchen oder so, weißt du? Ja. Dass du sagst, so, das wäre natürlich auch einfach ein Langspiel, Anreiz dann. Also ich bin jetzt in den langen stehenden Zelten, in der Mitte links war ich schon, ne? Okay. Ich habe erstmal meine leeren Magazine alle weggeschmissen, aber. Oh, die Pistole kriege ich gerade noch so mit. Aber kann es sein, dass hier Tag-Nacht-Wechsel übelst schnell ist? Das weiß ich nicht. Jetzt bin ich schon wieder Könnte mal. durchaus sein, ne? Die machen das ja meist. In dem rechten Zelt liegen nochmal 8, 5,56 Munition in dem Schrank. Ah, sehr nice. Den In hat's dem gut. rechten. Komm jetzt raus. Hier von den langen, von den längeren Zelten. Gerade deine Funzel gesehen. Ach so, Hier ja. in dem. Da hinten drin. Okay. Hast du mal in die Autos reingeguckt? Nee, wa? Nee, hab ich nicht. Ich guck noch mal spaßeshalber in die Autos, falls man da irgendwas findet, was vielleicht interessant ist. Welche läufst du? Wo läufst du jetzt hin? Nee, ich bin gleich da. Ich bin nur um das. Bin an der ersten Baracke dann noch gewesen. Ja, hier ist natürlich nichts drin. Ne? Die Knarre da lag da hinter den Zelten, aber keine Mumpeln bringt natürlich auch nichts. Aber stimmt, ne? Der Tages-Nacht-Wechsel ist hier. Oder die kann auch sein, dass die Nacht nicht so dunkel eingestellt haben, weiß ich nicht. Möglich, möglich. Gleich links in dem Metallschrank, den Nummer 8 Schuss. Ja. Dann habe ich das Magazin jetzt voll, wa? Warte mal. Sollte ich mir überlegen, vielleicht das andere Magazin, was ich gerade rausgeflankt habe, wieder mitzunehmen. Für den Ja, Fall, das dass jetzt. Stanag solltest du vielleicht, ja. Wäre vielleicht sinnvoller als jetzt irgendwie irgendeine andere Funktion. Ach, hier ist nochmal Sprit. Wo Kann habe man ich dann es? Hier. nachher ranfahren und hier holen, wenn wir wollen. Wenn wir rein theoretisch darauf zu zweit irgendwie rumfahren könnten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt, bevor wir hochgekrochen wären, echt das Ding geholt und geguckt, ob wir zu zweit irgendwie damit wegkommen. Können wir gerne Weil machen, ja. das Also finde ich lass jetzt erstmal hingehen, weil ich irgendwie. habe jetzt auch den Sprit einstecken. Ich kann jetzt auch Ja. nichts mehr weiter einpacken. Eben, und da oben finden wir eh nie irgendwas Brauchbares. Aber mein, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, jetzt hier die Straße lang zu laufen, lassen wir einen anderen Weg nehmen, dann Ah, sind wir ich schon nehme auch abgehauen. erstmal die Waffe in die Hand. Lass mal her den Weg einfach gehen, wenn wir gekommen sind, oder? Wollte gerade schreien, da hinten war ein Lichtstrahl, aber es war einfach nur eine Textur, die geflackert hat. Ja, kam Bin ich mir aber auch, paranoid, hab ich auch gesehen.
Wenn man irgendwas so mit Wert mitschleppt. Aufgesehen. Ja, man muss ja dazu sagen, wir haben ja schon alle Charaktere, die es so gibt, wahrscheinlich getroffen auf den Servern, ne? Von Ja, klar. wir sind hilfsbereit bis wir töten jeden oder wir sagen, wir tun nichts, töten jemanden oder wir schießen auf jemanden und tun dann doch nichts nach einem Gespräch. Stimmt. Wie letztens da kam die Folge, glaube ich, erst letztens da, wo wir da im Kfz-Ding da rumgehampelt sind Ja. und die uns da unter Feuer genommen haben. Ja, es war halt auch mehr oder weniger ein Zufall, dass ich die vorher alleine getroffen habe. Weil sonst wäre die Sache, glaube ich, nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Für Vor allen Dingen, jetzt uns. gibt es ja mit dem neuen Update gibt's ja Handgranaten, ne? Das ist ja dann nochmal ein Zacken schärfer, da kannst du den nicht mal kurz in den Raum verpissen. Ne, das ist aber eigentlich nicht ganz doof, ne? Warte mal, da unten ist ein Zombie. Den hauen wir erstmal um. Hast du den um oder soll Ja, ich? ich Ich mach mach. mal. Ne, ich mache. Scheiße, mach du, mach du. Fuck, ich hab irgendwas falsch equipped. Warte, 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 ich hab auch. Ich hab gerade noch die Axt rausgeholt. Sorry. Oh, er hat was zu essen mit. Ja. Brauchst du, oder? Nee, ich brauche nicht. Gleich erstmal So. die kostbare Munition verscheuert. Naja, scheiße. 2.2, fick. Mal. So, jetzt mache ich mal rein. Battery. Dann brauchen wir noch, ich hatte doch alles rausgenommen. Parkplatz und Lifebelt. Brauchst du noch Sprit da rein? Nee, ist sogar voll. Aber wie musste man anlassen? Ich glaube, einfach vorwärts drücken oder sowas. Nee, 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 das geht jetzt nicht, das ging nicht. Ich weiß es nicht, weil Marius ist damals gefahren. Also, geh mal in Dings rein. Das hat natürlich rumgeballert, ich Vollidiot. Ich bin ja da. Gehst du in den Dings und guckst, oder was? Achso, warte mal. Ich enter mal das Vehikel. Hupen kann ich schon mal. Sehr gut, das ist absolut wichtig. Ja. Ich guck mal in die Controls rein. Radio, Chat, Vehikel, Ja, irgendwas R, muss es. R. Ja, ich mache mal. Gut, hat geklappt. Versuch mal drauf zu kommen. Geht nicht, wa? Aber kannst du mit F irgendwie noch joinen, ne, wa? Nee, nee, das geht nicht. Ah, ich hab doch das Wollen wir Gefühl. es andersrum machen? Ne, warte mal, es wäre. Warte mal, bleib mal stehen. So, ich guck noch mal. Ach nee, warte. Tatsache, ich kann hinten drauf. Besseres Besser. Ding. Geilere Aktion, dann lass uns erstmal hier abhauen. Willst du Was noch mal ist hoch in denn? die Lagerhalle, in die Flughalle Nee, gucken? wenn wir das jetzt haben, fahren wir in Norden, ey. Weil jetzt Ja. keinen Bock drauf, das Ding hier zu verlieren. Das hast du recht. Wie geil ist das denn, Wie geil ist Alter? das, ja. Das ist ja wohl optimal. Das ist doch mal eine gute Folge hier. So. Geiler Scheiß. Das ist natürlich super neat. Das ist eine coole Aktion, ey. Vorne Zwei vor allem auch kann man noch. doch bestimmt noch irgendwas draufschneiden oder so, ne? Oder ein dritter Mann kann rein. Könnte auch sein. Na gut, jetzt hatte ich ja, ich habe ja geguckt, ob ich vorne einstellen kann. Und dann habe ich geguckt, ob ich hinten drauf komme. Ich hatte halt nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal irgendwo nach hinten direkt gehen muss, um Wie will einzusteigen. man jetzt fahren eigentlich? Hast du irgendwo eine Karte? Kannst du eine Karte gucken? Achso, das ist jetzt mal wieder die. Moment, ich mache mal bei dem Webbrowser auf, den niemand anders sehen kann, außer ich. Aha. Miscreated Map. Mal gucken, welche das war hier. Das wäre halt mal interessant, was man jetzt machen müsste, damit man das Teil mal behält, ne? Ja, muss es halt entweder, muss es da ausloggen. Ich denke mal nicht, dass es verschwindet, oder? Wenn du es irgendwo hast. Wo sind wir jetzt gewesen? Wir waren das Airfield. Airfield. In welche Richtung fährst du? Sultan jetzt, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt erstmal ein Fahr Stück. einfach Warte Hauptstraße mal, hier ist hinterher. irgendwas. Doch, Sultan. Doch, Sultan. Ja, okay, dann fahren wir nach Sultan rein. Und wenn wir zu Sultan reinkommen vor der Tankstelle, müssten wir theoretisch rechts abbiegen. Ja. Und dann halt immer geradeaus, also sollten wir eigentlich nicht verfehlen dann. Würde jetzt auch einfach mal auf der Straße fahren, weil selbst wenn sie uns jetzt anschießen, jetzt rechts war.
Ja. Selbst wenn sie uns jetzt anschießen, kommen wir immer noch schnell genug weg, um uns irgendwo zu bandagen. Ja. Aber im Gelände wisst ihr nicht, ob wir die Karre jetzt irgendwo so hinschmeißen, dass sie kaputt geht oder Ja, und so, dass wir uns alle Gliedmaßen brechen. ne? Ja. Das Und am wie gesagt, Ende. das war das eine Mal so geil, wo wir mit irgendeinem Team, wo ich so mit irgendwelchen Fremden zusammengespielt habe, die haben sich das gebaut, ewig lange rumgerannt, dann haben die das Auto fertig gebaut und der Typ steigt ein und fährt direkt gegen die Mauer und ist tot. Ja, das ist Ja, natürlich das war geil. so geil, ey. Achso, jetzt komme ich hier irgendwie an so eine Kreuzung. Wo wollen wir jetzt eigentlich Richtung, warte mal, Wir Sultan oder müssten Frankfurt? jetzt Richtung, naja gut, Sultan, Richtung Sultan müssten wir jetzt. Sind wir noch ne? Richtung Sultan? Ja. 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 Ach ja, genau. Und jetzt kommen wir in den Ort rein und dann die erste Straße, die asphaltierte, rechts rein und dann Okay. geradeaus. Okay. Ja, Das ist also. irgendwie asphaltiert, ich fahre die jetzt einfach mal. Das war natürlich jetzt, also heute ist wirklich, das war mit das Beste, was wir bis jetzt hatten, so. Das Ja. Gewehr und das Fahrzeug, mehr geht ja fast gar nicht so. Das Fahrzeug ja wirklich komplett geschenkt auch irgendwie. Definitiv. Also, ich sehe gerade, dass meine Leitung hier rumspinnt, glaube ich. Mein Upload. Okay. Mit dem billigeren Weg jetzt in den Norden zu kommen, gibt es ja gar nicht. Eigentlich nicht, ne. Nichts Geileres. Ich bin an irgendeiner Tanke, muss ich an der links oder rechts? Wenn wir jetzt an der Tanke sind, müssten wir jetzt eigentlich. Sind wir jetzt über die Brücke gefahren? Ach so, jetzt sind wir schon auf der anderen. Jetzt nach links. Wir sind schon über die Brücke rüber gerade, ne? Ja. Oder jetzt ist es ziemlich dunkel hier, kann ich sehen. Andersrum hätten wir natürlich jetzt mal anhalten können und gucken können, was mit Sprit und so ist. Aber ach, da kommen wir mal ein paar Tage vorbei, so schnell wird das ja hoffentlich nicht leer gehen hier. Vor allen Dingen schön hinten noch. Vorne kein Licht dran, aber hinten die Rückleuchten leuchten. Das ist geil. Und bei mir nicht mal die. Alter, was ist mit dem Internet heute los? Kackt gerade richtig ab. Okay. Das wäre jetzt ärgerlich für dich, oder? Wenn du jetzt abscheißt. Es ist jetzt halt nur. Wir müssten normalerweise einen Upload von 5 Megabyte haben und kommen nicht über die 500 Kilobyte. Okay. So, jetzt komme ich hier an das nächste Schild. Aber Wir jetzt müssten fahre ich einfach immer nur der Hauptstraße folgen. über Warte die mal. Brücke. Jetzt fahre ich über Warte die mal, warte Brücke. mal. Nicht über die Brücke, sondern rechts vorbei. Warte. Ja. Weil wenn wir jetzt Okay. über die Brücke fahren, müssten wir nach Woodhaven reinkommen, glaube ich. Okay. Wenn wir jetzt da auch wirklich schon sind. Ja, jetzt bin ich rechts dran vorbeigefahren. Also ich bin jetzt auf unserer Flussseite geblieben, sozusagen. Ja, das so soll das sein. Jetzt kommt dann wahrscheinlich gleich auf der linken Seite nochmal eine Brücke. Wo wir damals da diese eine Base gefunden haben. Ich jetzt, bis jetzt kommt erstmal noch nichts. Aber gleich Genau, nochmal das ist doch hier gespielt. damals, wo wir da auf diesem einen Grundstück hier rumgeturnt sind. Ja, stimmt, ja, kann mich erinnern, hier war ja nichts weiter. Ah, wie viel geiler das geht hier mit dem Fahrzeug, ey, Aber stell dir's echt, mal ey. vor. Es wäre jetzt bloß interessant, was man machen muss, damit man das Teil behält hier, oder? Aber wahrscheinlich wird das nicht Ich gehen, weiß nicht, ob das mit irgendwie. dem Server-Reset irgendwie wegge. Ja, die Sobald man Frage es wäre. benutzt hat. Nee, das nicht, aber die Frage wäre halt sozusagen, ob man drauf sitzen bleiben kann, weil das hat ja schon mal nicht geklappt mit dem Fahrrad, ne? Ja. Jetzt bin ich wieder irgendeine Base, aber ich weiß nicht, ob die gebaut ist oder ob die Standard ist. Für die Standard, ne? Die Aus müsste Wiesk. Standard sein. Ich weiß nicht, ob wir da reingucken wollen. Können wir mal machen, weil Die da ist habe in ich der letztens. Karte, die ich jetzt habe, hier nicht eingezeichnet. Können wir mal machen, weil da habe ich nämlich letztens Dings drauf gefunden. Aber ich nehme mal nur irgendwas raus. Oder nimm du irgendwas raus. Ja, Weil warte, hier auf diesem. ich schmeiß erstmal den Sprit weg. Hier ins Auto. Hinters Auto. Ne, die kannst du ja reinfüllen. Musst du ja nicht wegschmeißen. Ach so, es ist, weil du meinst, das Sprit ist voll. Naja, wir sind jetzt ein Stück gefahren, wird schon wieder leerer sein, oder? Diesel voll 100%. Nice. Aber ich kann es ja einladen. Ex-Bandana, aber hier ist nichts weiter, Hast du also den hier. Kram hier reingeschmissen eigentlich? Ins Nee, nee, Inventar? der war schon, der war schon. Alles klar, dann wird wahrscheinlich jemand schon das Ding benutzt haben. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, wir lassen das da stehen, oder? Die haben ihn irgendwo umgerotzt und er konnte es nicht mehr Naja, wegbringen, oder oder was? halt das Case-Szenario ausgelockt, ne? Und dann. Ja, richtig. Hä, das ist doch aber neu hier. Ich möchte jetzt sagen, wir sind an der zweiten Brücke, wo wir damals waren und da war doch keine Station hier.
Weißt du, wo wir da rüber gelaufen sind, auf die andere Seite und wo da das gesperrte Gebiet war? Das hier müssten wir jetzt theoretisch sein. Wirklich? Zu Otto. Alles Hier gut. ist irgendwas im Otto, ich komme da nicht ran. Guck mal, ob du da rankommst. Warte mal, Das ich ist muss jetzt fällen. eine Handgranate, das wäre natürlich übertrieben, heftig geil. Im Auto. Ja, in dem Truck, wo wir das Ding haben stehen lassen. Hier zurücklaufen, ich komme. Ah, nee, doch. Hier, in dem Ding. In dem musst du doch gucken, auch zwischen den Sitzen. Aber das stimmt, hier war doch nichts, oder? Was ist denn das? Sieht Kann aus wie ich eine hier. Axtschaft. Aber guck mal, wenn du vorne guckst, das sieht aus, als wenn da irgendein Silencer oder irgendwas dran wäre. Du kannst theoretisch in das Auto hier rein, ne? Aber ich bin nicht reingekommen. Das sieht aus wie eine Spitzhacke, warte mal. Oh, hier ist eine 9mm Pistole mit 9mm Magazin und Munition. Nice. Das ist ein Haufen Zeug. Cool, also in der Militärzeit ist jetzt hier relativ viel gerade. Was auch immer da drin liegt, man kommt halt wirklich nicht ran. Da fucking shit. Aber ich möchte sagen, es sieht aus wie eine Spitzhacke. Aber meinst Ist du? Nicht vor dem Kopf? einer, ja. Ist Ach, eine. besser, zwei 9mm Pistolen. Ach, na komm. Das ist ja. Richtig neat. Oh, ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte. 9mm. Aber natürlich nur ein Schuss so, aber ist ja erstmal egal. Wo bist du jetzt direkt noch weiter? Ach, ich sehe schon da, wo es leuchtet im Zelt wahrscheinlich. Genau, und da steht dann rechts die 9mm Pistole. Kann ich die hier gecraftet ja eigentlich rausschmeißen? Kannst du machen, ja, da links auf dem Tisch gleich, siehst du? Ah, nice. Ach Hast du jetzt so, eigentlich irgendeinen jetzt ist ja die Kontakt? Frage, du hast jetzt 22er Munition, ne? Wir Genau. sollten vielleicht nicht beide die gleiche Waffenart verwenden, weil sonst haben wir immer das Problem mit der Munition. Noch eine Pumpe? Besser? Hier liegt noch 22er Round Munition oder ist Nee, was? das ist nur das leere Magazin, Ach was ich so. rausgeschmissen habe. Jetzt ist zwei leere Magazine, brauche ich nicht. Dann nimm du doch die 9mm Pistole. Warte mal, ich habe jetzt hier Ja, ich noch. habe. Ah, hier liegt ja nochmal. Hier gibt nochmal eine 22er. Pistole und Magazin und Muni. Das ist ein Smoke. Ansonsten nehme ich halt die 9mm noch mit. Das ist wurscht, Na, was für Arme haben wir? Ich lasse ja nichts zurück. ja, die Pistolen ganze. Jetzt ist es ja auch, sind da nicht mehr so belastet, jetzt sind ja die Bauteile weg. Also hier liegt nochmal eine taktische Pumpe drin, aber die braucht halt keiner. Nee, ich bräuchte nur die Munition, wenn eine. Die habe ich schon weggenommen. Brauchst Wegstiebitz! du? Brauchst du? Wie viel brauchst du? Achso, warte mal, hatten wir uns das nicht aufgeteilt? Du hattest die grüne, ne? Hatte ich? Warte mal. Ja, ich hatte die grüne und ich habe zwei Schuss schwarze Ja, da können wir gleich mitbekommen. tauschen, weil ich habe noch 6er aufgeklaubt. Grüne Munition. Ich nehme auch nicht sämtliche Smoke-Granaten mit. Damit wir Ja. das nächste Mal einnebeln können, wir beschossen werden. Ja. 20 Stück. Du Aber es. Otto? Was denn? Nee, nicht, alles So. Da oben war ich gerade schon. gut. Warte mal, Warte ich mal, leg dann dir gebe das. ich dir die. Warte mal, machen wir hier, ja. Schmeißt du mir Ja. erstmal raus? So. Ja, und ich schmeiß dir die schwarze raus. Also dann nur zwei Schuss so. Und. Bist du so mit 22? Also was soll ich nur die 9mm nehmen oder die 22? Mir ist das scheißegal. Ich weiß nicht, was wie es mit Munition. Ich habe jetzt hier nur drei. Warte mal, drei Schuss. Ich habe hier, glaube ich, nur drei Schuss 9mm Munition. Ja, ich habe halt ein. So. Ne? Na, Also. kommt drauf an, wie viel Munition du jetzt insgesamt hast für die Knarre, ne? Ich habe Also für die dafür andere. ein. Na, für die andere habe ich 12, aber die taugt halt nicht, die Pistole. Aber trotzdem habe ich dafür 12 halt. Ja, warte, dann nimm du ja die noch die 9mm, weil ich habe ja die Stanag. Ja, was raus. Oh. Da, da ist es. Genau, ja, dann mache ich mal irgendwas. Aber vier Schuss sind ja immer noch nicht genug, streng genommen. Naja. So. Davon abgesehen. Warten. Ich muss wieder gucken, was haben das. Buttons. Arrows, Attachments. Life of Flash. Was? Duct Tape, Small Mega Light, was hab ich denn? Ich hatte doch hier irgendeine Lampe, oder? Irgendeine Das ist hier Lampe? definitiv neu. Oder? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass die Station oder wir sind völlig falsch gefahren, kann aber auch nicht sein. So, ich will jetzt mal hier was probieren. Was passiert? Ja, okay. Für den Notfall mal gucken, wie diese scheiß Rauchgranate funktioniert hier. Der Tabange. Gemacht oder? Ja.
Damit man halt mal sieht, wie der Kack funktioniert. Aber es ist halt guter Nebel, ne? Also da guckt keiner durch. Ja, das kann man sagen. Aber warte mal, warum kann ich jetzt hier an meine Pumpe gerade die Dings nicht attachen? Noch gar nicht. Die nebelt richtig gut ab.